Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr rohvegane, gesunde Spitzbuben selber herstellen könnt. Spitzbuben sind ein Klassiker zur Weihnachtszeit, können aber meines Erachtens auch das ganze Jahr über zubereitet werden, weil sie keine typischen Lebkuchengewürze enthalten. Vor 2 Jahren habe ich schon ähnliche Plätzchen zubereitet und in diesem Jahr während der Arbeit an meinem E-Book für Dörrrezepte ist mir dieses Rezept wieder eingefallen und ich habe noch ein bisschen herumexperimentiert und der Teig war so lecker, dass mein Jüngster mir die Kekse schon aus dem Dürrgerät stibitzt hat und gesagt, die sind so lecker. Und habe ich mir gedacht, da mache ich auf alle Fälle ein Video dazu, um euch dieses tolle Rezept zu präsentieren. Das sind die Zutaten für die Spitzbuben. Da hätten wir einmal 240 Gramm Mandeln, 80 Gramm Buchweizensprossen, die sind trocken, ca. 220 Gramm Datteln, das ist das Süßungsmittel, dann hier ca. 1 Teelöffel Zitronenabrieb, frisch, ca. 1/2 Teelöffel Vanillepulver. Dann habe ich hier noch eine Zutat, die ist optional, das ist Kokosmehl, das sind so 4 Teelöffel Kokosmehl. Ihr könnt aber auch, wenn ihr kein Kokosmehl habt, einfach ein bisschen mehr Mandeln oder mehr Buchweizen nehmen. Und was man nicht sieht, hier ist noch eine Prise Salz auf dem Kokosmehl und hier haben wir noch ca. 50 Milliliter Wasser. Ich hatte kürzlich in meinem Video Schokoknusper selber machen erklärt, wie ich Mandeln und Buchweizen vorbereite, beziehungsweise warum ich sie ankeime, beziehungsweise warum ich die Mandeln vor der Weiterverwendung in Wasser einweiche und dann wieder trockne. Also das sind sozusagen aktivierte Mandeln. Ich weiche sie 20 bis 24 Stunden in Wasser ein, wechsle nach 12 Stunden das Wasser und leite somit den Keimvorgang ein. Und danach dürre ich sie wieder trocken, einfach um sie auch haltbarer zu machen. Und wenn man solche Mandeln isst, im Gegensatz zu uneingeweichten Mandeln, dann schmeckt man auf alle Fälle einen Unterschied. Also die Mandeln sind auch leichter verdaulicher, weil die Enzyminhibitoren, die das Verdauen von Makronährstoffen hindern, hemmen können, die werden durch diesen Einweichprozess einfach abgebaut. Und so ähnlich auch bei den Buchweizensprossen. Also Buchweizensprossen sind viel bekömmlicher als einfach das pure, unvorbereitete Buchweizenkorn. Ich bereite auch immer gleich größere Mengen zu, lasse den Buchweizen ankeimen und dürre das Ganze trocken und habe ich immer so einen Vorrat an Buchweizensprossen, die ich für Speisen verwende, für irgendeinen Knuspereffekt, aber auch um daraus Mehl zu mahlen, wie eben jetzt auch für dieses Rezept. Als erstes mahle ich die Mandeln und den Buchweizen fein. Zum Mahlen von Nüssen oder getrockneten Sprossen verwende ich gern den Foodmatic. In der neueren Fassung hat er auch einen Mixbecher aus Glas. Ein genialer kleiner Mixer, mit dem man eben Nüsse und Saaten mahlen kann, aber auch Dressings, Soßen oder andere kleinere Mengen mixen kann. Ihr findet den Link zum Foodmatic unten in der Infobox. Das sind jetzt die gemahlenen Mandeln und das gemahlene Buchweizenmehl. Dazu gebe ich noch das Kokosmehl und die Prise Salz, die Vanille und den Zitronenabrieb. Jetzt fehlt vor allem noch das Süßungsmittel. Ich verwende ja Datteln und diese Datteln, die mixe ich nicht einfach nur im Mixer, sondern ich gebe sie durch meinen Entsafter mit Püriereinsatz. Neben dem Angel Juice habe ich ja noch den Omega Juicer 826, den ich jahrelang genutzt habe und den verwende ich jetzt vor allem mit Püriereinsatz und damit kann man nicht nur Trockenfrüchte musen, sondern auch zum Beispiel einen Teig aus frischen Sprossen, zum Beispiel Buchweizen oder Linsen herstellen. Also dafür nutze ich den Omega Juice auf alle Fälle und so kann ich auch wunderbar ein natürliches Süßungsmittel, die Datteln, für so einen Teig verwenden. Wer jetzt keinen Entsafter mit Püriereinsatz hat, da kann auch eine flüssige Süße verwenden, Kokosblütensirup. Es gibt ja auch im Bioläden Dattelsirup. Also da gibt es auch die Möglichkeit, da nehmt ihr einfach ein bisschen flüssige Süße. So sieht das Dattelmus frisch aus dem Entsafter aus. Das gebe ich jetzt hier mit zum Teig. Dann noch ein bisschen Wasser dazu. Dann forme ich das Ganze zu einem
geschmeidigen Teig. Ihr seht, es ist ein schöner, geschmeidiger Teig entstanden. Die Hälfte des Teiges habe ich jetzt auf Backpapier gegeben und ich werde jetzt diesen Teig mit den Händen glatt drücken. Also früher hatte ich auch mal Nudelholz, aber weil ich das so wenig verwende, habe ich das irgendwann minimalisiert und nehme jetzt einfach meine Hände dazu. Und um die Spitzbuben auszustechen, brauchen wir natürlich auch Ausstechformen. Ihr habt da so eine runde Ausstechform, die haben wir erst kürzlich in einem kleinen Haushaltswarengeschäft gekauft. Und dann brauchen wir noch eine kleinere Ausstechform. Da habe ich hier ein Herzchen und noch ein Quadrat. Diese Formen, die sind mindestens schon 35 Jahre alt. Mit denen habe ich schon als Kind mit meiner Mama zusammen Plätzchen gebacken. So sieht es ungefähr aus, wenn der Teig dann flach gedrückt wurde. Jetzt nehme ich hier meine Ausstechform und steche ganz viele runde Plätzchen aus. So eng wie möglich, damit man schön viele Plätzchen aus dem Teig stechen kann. Ihr seht hier 12 ausgestochene Plätzchen. Für einen Spitzbuben benötigen wir 2 der runden Plätzchen. Also haben wir schon hier für 6 Spitzbuben vorbereitet. Und ich werde jetzt in der Hälfte der runden Plätzchen noch so einen kleinen Ausstecher machen. Und dann werde ich den restlichen Teig wieder ausbreiten, flach drücken und den ganzen Teig noch zu Plätzchen verarbeiten. Hier haben wir auch noch den restlichen Teig. Ich werde jetzt einfach so mit dem ganzen Teig so verfahren, wie ich es euch eben so ansatzweise gezeigt habe. Wenn der Teig komplett verarbeitet ist, bekommt man 20 Spitzbuben, also ca. 40 runde Plätzchen und dann noch ein paar kleinere, die man ja bei jedem zweiten ausgestochen hat. Ich dürre diese Plätzchen ca. 4 bis 6 Stunden bei 40 Grad in meinem Dürrgerät. Das bringt nochmal eine schöne Kekskonsistenz, wenn so ein Plätzchen von außen nochmal schön antrocknen kann. Ich dürre seit einigen Jahren mit einem kleinen eleganten Dürrgerät, dem Revo-Try mit 6 Dürrebenen. Eine der Dürrebenen seht ihr auch hier. Es gibt bis zum 30.12. noch ein tolles Angebot vom Revo-Try, die 6 Anti-Haftfolien. Hier seht ihr auch eine davon. Die gibt es mit zum Revo-Try dazu. Ihr findet den Link zum Revo-Try unten in der Infobox. Die Spitzbuben sind fertig gedörrt. Jetzt fehlt noch die Marmelade, die Füllung. Und die Marmelade, die machen wir natürlich auch selber. Das sind ca. 300 Gramm Erdbeeren. Die habe ich im Bioladen gefroren gekauft und über Nacht aufgetaut. Das sind 4 Teelöffel Chiasamen. Dann haben wir hier eine optionale Zutat. Das ist ein bisschen Vanillepulver. Und hier das Süßungsmittel. Das sind 6 Datteln. Und ich werde jetzt die ganzen Zutaten in meinem Foodmatic zu einer Marmelade mixen. Die Datteln werde ich vorher noch in kleine Stücke schneiden. Fertig ist eine leckere Marmelade. Die kann man auch im Sommer herstellen mit frischen Früchten, also Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren. Die kann man auch ein paar Tage dann im Kühlschrank aufbewahren. Also die ist nicht so lange haltbar. Aber das ist die beste und frischeste Marmelade, die man sich zubereiten kann, ohne zu viel extra Zucker zu verwenden. Und jetzt kann ich die Spitzbuben richtig vollenden, indem ich zwischen 2 Plätzchen einfach ein bisschen Marmelade streiche. Ich würde euch aber empfehlen, nur so viel Marmelade auf die Spitzbuben zu streichen, wie ihr auch dann demnächst verbrauchen werdet. Die Marmelade hält sich ja ein paar Tage im Kühlschrank, so 2-3 Tage, und dann könnt ihr dann immer die Spitzbuben frisch zubereiten, je nach Bedarf. Fertig sind die rohveganen Spitzbuben mit selbstgemachter Füllung, mit dieser Erdbeermarmelade. Kann man auch gefrorene Himbeeren verwenden, gefrorene Brombeeren, dann wird es eine dunkle Marmelade oder gemischte Beeren. Und Simon, der probiert jetzt einfach mal einen fertigen Spitzbuben. Los, schnapp dir einen. Mit Herz. Simon mit Herz. Und aber Simon hat auch gesagt, die Marmelade, die ist ein bisschen wie Pudding, hast du gesagt. Ne? Also sie ist jetzt, wenn man die jetzt noch dicker haben möchte, dann noch ein bisschen mehr Chia oder ein bisschen mehr
Trockenfrüchte dazu. Also ich finde, von der Süße geht's. Es eignen sich auch sehr gut Feigen für die Marmelade. Das habe ich vor Jahren auch immer gern verwendet. Also die Feigen habe ich vor Jahren gern verwendet, wenn ich zum Beispiel Marmelade im Sommer aus Kirschen oder Beeren gemacht habe. Dann habe ich Datteln und Feigen verwendet, dafür keine Chiasamen. Also wer jetzt auf Chiasamen verzichten möchte, der nimmt einfach getrocknete Feigen und getrocknete Datteln. Also ihr seht, dem Simon schmeckt's. Der hat sich jetzt gleich zwei noch geschnappt. Also, meine Jungs mögen dieses Rezept. Ich hoffe, euch hat dieses Rezept auch gefallen. Ich freue mich über einen Daumen nach oben und hinterlasst mir auch gerne Kommentare unter diesem Video. Was haltet ihr von dem Rezept? Welche gesunden Kekse bereitet ihr zurzeit oder gerade während der Vorweihnachtszeit zu? Alles Liebe für euch. Bis ganz bald.